Ja. Die Möglichkeit besteht, und zwar in eurem eigenen Heim könnt ihr einen Raum errichten, in dem ihr das Göttersymbol aufstellt und dabei natürlich den Gott der Kultur an oberste Stelle stellt. Und in diesem... Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. Wir brauchen Materialien. Auf jeden Fall die Göttin der Natur. Eine Birke, ein Stück Birkenholz, ein Stück reines Birkenholz natürlich. Und der Gott der Kultur, ich weiß es nicht. Ich hatte gedacht an etwas Braunes, vielleicht ein Stück von normalem Eichenholz. Ja. Ja, ihr müsst sehen. Und dann Wasser und Feuer ist natürlich schwer darzustellen. Denn es gibt weder rote noch blaue Materialien, die wir dafür verwenden können. Deswegen müssen wir wohl. Aber, Grotok, fallen gerade auf. Hier oben an den Baumstämmen der Akazie. Die sind oben auch rot. Das bedeutet, du könntest sie verwenden, um die Göttin des Feuers darzustellen. Ich kenne nichts, was blau ist. Ich brauche einen Haufen. Vielleicht findet man in der Erde irgendwo einen Stein, der blau ist. Was? Ja, für Schamane tun. Boxhock, Ja, was? folgst du mir bitte? Folgen? Boxhock, folgst du mir? Ja, ich komme. Muss sein. Ja. Ich würde dich darum bitten. Boxhock, ich würde dich darum bitten, die Bäume, die hier unten stehen, abzuholzen. Wegmachen. Alle Bäume, die hier auf diesem Gelände stehen. Ja, ja, abholzen und dann das Holz in die Kiste tun, Langhaus. Ja, wir brauchen Platz für das heilige Gebäude. Ja, Boxock, wissen was, sein Blau. Das, Ah, ja, haben erzähl. Vater gesagt, das von blauen Kreaturen, die schwimmen im Wasser. Die haben einen seltsamen Ah. Sack, sein Blau. Du meinst die blauen. Aber Aber sehen blau aus. ja, außerdem können nicht gleichzeitig schwarz sein und blau aussehen. Wie stellst du dir das vor? Ja, Kreatur Wenn sein etwas Blau. blau ist und schwarz aussieht oder schwarz ist. Naja, aber der Sack ist schwarz. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Danke, dass du mir uns geholfen hast. Also, Ja, es war auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. ich finde auch, dass das Wasser sein heilig. Ja, das Wasser ist natürlich heilig. Ja, Schon seit jeher. ich lebe Aber hier im nun geh Wasser an die und Arbeit. ja, ich mache es schon, aber Wasser, ich finde Wasser schön. Weißt du, in gewissem Maße stehen Natur und Wasser miteinander in Verbindung. Denn Wasser, es kann keine Natur geben ohne Wasser. Die Natur braucht das Wasser einfach, um zu überleben. Die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, wir können alle nicht leben ohne Wasser. Es ist notwendig.
Aber ich muss sagen, das Feuer. Ja, das Feuer ist. Ich habe da noch etwas, was sehr wichtig wäre. Wir müssen die dunklen Kreaturen davon abhalten, nachts in unser Dorf zu kommen. Und deswegen würde ich darum bitten, dass wir innerhalb der nächsten Tage unsere Umgebung mit heiligem Feuer erleuchten. Den Wald. Wir bringen Fackeln überall an, wo es nur geht, um den Bereich zu säubern und uns zu schützen. Deswegen müssen wir viele Fackeln herstellen. Nicht das Brennen noch bald. Nein, ich glaube nicht. Bald. Ich werde versuchen, vorsichtig zu sein. In mein. Es werden schon wieder dunkel. Zeit vergeht so schnell. Ich den ganzen Tag waren jetzt bei Tieren. Zu füttern Tiere und töten Tiere, damit bekommen Fleisch. Aber es ist doch noch nicht so dunkel. Die Sonne geht gerade. Was eigentlich sein Ding, dass Kühe auch noch fallen lassen, wenn töten? Ja, ich meine, ja, Leder. Nicht mehr. Heute ist wieder schöner Tag. Ich werde nun damit beginnen, Fackeln herzustellen, um den Wald auszuleuchten. Ja. Und ich glaube, ich werde jetzt experimentieren mit Leder, zu finden heraus, für was Leder sein gut. Vielleicht ich finden was. Oh, Siebum-Kreatur. Ja, brenn schon. Vielleicht ich brauche noch Stab. Was. Ich habe noch Fackel. Vielleicht brauchen Schamane. Das funktionieren! Ich habe gemacht aus Leder. Gibst du mir die. Gibst du mir die Fackel? Ja, komm, alle geben. Seien jetzt nicht so viel. Da liegen, nehmen. Wir müssen schon kommen, wenn wir. Aber,
Aber es sind immerhin ein paar. Ah, dann komm mal eben her, dann hier geben, wenn die nicht bewegen wollen. Jetzt haben da 10 gelegt hier, jetzt gehen wieder weg. Müssen nehmen, da liegen. Was sei denn das gewesen? Bleiben stehen, bleiben einfach stehen, nicht geben. Bleiben stehen, gut. Ah. Wie es sein. Einfach stehen bleiben. So, jetzt müssen gleich. So, jetzt haben. Haben hingelegt. Ja, ja, müssten jetzt haben, oder? Warum nehmen wir weg? Sein. Warum nimmt hier? Oh, ich glaube, vielleicht haben zu viel. Manche hängen an der Wand. Vielleicht haben falsch Pilz gegessen. Das ist höchst merkwürdig. Ah, also, ich habe die Fackeln aufgesetzt. Ja, jetzt haben. Ich habe sie. Gut. Danke, Boxock. Ja, haben das gern gemacht. Gut. Danke, Boxock. Ich werde mit meinem eigenen Haus beginnen. Ich habe eine Idee. Und nun, der Wald. Der Wald damit hinter meinem Haus Zeug an Wand. Wird nun hell erleuchtet werden. Der Wald ist so dunkel, er muss erleuchtet werden. Damit dunkle Kreaturen nicht mehr können erscheinen. Finsternis. Jetzt werden wir einen Ofen, damit können kochen Fleisch für mir im Haus. Mir leid, falls ich manchmal noch. Oh. Fackeln sind bereits alle. Ach, ich habe hier direkt eine Werkbank. Da kann ich direkt neue machen. Oh, wollen jemand helfen, Boxock, beim Baum wegmachen? Ich auch gerade haben keine Zeit. Die Tiere mich halten sehr auf viel zu tun. Damit können besser werfen Eier. Na, kommen her, Huhn. Sehr viele Tiere. Oh, Apfel. Wie ihr meinen. Ja. Ich nicht wissen, was machen soll mit Pferden. Ich kann essen. Essen kann's Pferd. Ah. Deine müssen haben Großhunger.